Ich hätte es auch eigentlich so geschafft, nur dann habe ich irgendwie. Dann habe ich. Ich glaube, ich kam beim leichten Gas geben, kam ich quer raus und dann wollte der andere in die Kurve einlenken und hat mich dann halt nochmal komplett durch oben gedreht, fast. Eieieiei. Aber wir sollten noch vorne sein in der Meisterschaft, hoffe ich. Schauen wir mal. Ja, mit 40 Punkten. Das ist wunderbar. Das ist wunderbar. Ja, das ist. Also es ist locker möglich, auch mit der Karre, aber da habe ich es mir jetzt gerade wirklich selbst verscherzt. Aber was heißt selbst verscherzt? Selbst verkackt halt einfach. Ganz einfach. Ja. Okay, alles klar. Nächstes Rennen. Das sind ja genau die gleichen Rennen. Oder ja, genau die gleichen Strecken, wie ich sie auch vorher mit dem anderen Auto gefahren bin. Mit dem Ibrizza, glaube ich, war das doch, oder? So. War jetzt gerade nochmal was am Trinken. Jetzt geht es wahrscheinlich schon los. So, der darf hier mal wieder so vor mir fahren hier. Fand ich jetzt nicht so toll. Deswegen hänge ich ihn jetzt direkt mal ab. So. Ach ja, das ist die Strecke hier. Ich kann mich erinnern. Ich kann mich erinnern. Sehr gut sogar. So, komm schon. Genau, dann geht es nämlich hier direkt nochmal um die Ecke. Boah, alter Schwede. Direkt mal gut aufgehoppelt. Ja, und das ist natürlich. Bremst die so früh. Und ich bremse dann halt noch ein bisschen auf den Curb. Ja, und dann kann schnell aus sein. Mit Grip. Weil auf dem Grip. Auf dem Grip hast du weniger Curb. Nee. Auf dem Curb hast du natürlich sehr wenig bis gar keinen Grip. Aber ich komme hier irgendwie. Oh, shit. Nicht so wirklich ran. Gut, ich weiß, dass das jetzt noch nicht die Zielgerade ist hier. So, wow, da ist er ja noch in. So. Jetzt ist er aber weg, ja. Wow, und in den Sonnenuntergang rein. So, wo bremst mal hier? Hat sich als guter Bremspunkt rausgestellt. Weiß gar nicht, kurz nach 150 Meter, glaube ich. So. Und das hier ist jetzt schon Startziel und wir sind gerade mal 10. Also, da muss jetzt schon noch was gehen. Wieder ganz aggressiv gewesen. Bisschen zu aggressiv. Da hat der jetzt hier einen Fehler gemacht. Den wir eiskalt ausnutzen können. So. Aber ich werde schon vor dem ganz da vorne, will ich jetzt schon nach der Runde sein. Und dann ist da ein größeres Loch auf jeden Fall. Ja, gut. Weißt du, das ist natürlich auch, du willst, versuchst ja immer ohne Kontakt zu fahren und fährt zu fahren. Und dann bist du eigentlich gleich auf mit deinem Gegenüber. Du bist in und er zieht halt volle Kanne rein. Was soll ich denn da machen? Wenn der volle Kanne reinzieht, da kann ich nicht so viel machen. Da kann ich nicht sonderlich viel machen. Wow, da kommt die Grasnarbe nah. Shit. Und dann dreht es mich halt, weißt du, mal wieder direkt. Mein Gott. Das gibt's nicht. Das sind so Leichtsinnsfehler. Die können es halt am Ende wirklich kosten. So. Meine Fresse.
Ja, an dem waren wir letzte Runde auch. Da hat er in der ersten Kurve einen Fehler gemacht. Das war ich noch ganz genau. So. Ach scheiße, mein Gott. Fahre ich hier übelst über die Wiese. Mensch, es läuft gerade nicht. Das kann ich schon mal so sagen. Nicht wirklich läuft. Ah, zu weit. Und dann komme ich auch wieder übelst quer aus der Kurve raus. Mit übelsten Wheelspin. Nee, nee, nee. Es läuft gerade nicht so wirklich. So, danke. Konnte ich mir direkt schnappen. So, ihn außen, das wird schwierig. Aber machbar. Hat schon zurückgesteckt, sehr gut. So, hier die zwei sind auch in einem Duell. Kann ich natürlich auch profitieren. So, und jetzt. Bitte nicht wieder vertun. Bitte nicht wieder vertun. Gut, da konnte ich mich jetzt gerade nicht vertun, weil der mir voll im Weg stand. Dann versucht er mich ja noch ein bisschen rauszudrängen. Die alte Drecksau. Drecksau, du! So, was habe ich jetzt hier gesagt? Hier bremsen. Ja, und das ist mal wieder scheiße. Weil der wieder so unruhig beim Bremsen ist, dass es komplett zu spät ist. So, und der... Mein Gott! Meine Güte! Weil der wieder nicht gescheit in die Puschen kommt nach dieser Dreckskurve, dass ich, weil ich aufholen muss, wieder ausholen muss und dann wieder im Gras natürlich beschleunigen muss. Mein Gott, was ist denn hier jetzt mit den Gegnern los, ey? Jetzt habe ich zwei Runden, um gefühlte 11 Sekunden wieder gut zu machen. So. Dann fangen wir schon mal direkt damit an. Mein Gott. So, ich hoffe, den kriege ich jetzt hier vielleicht wieder außen rum. Komm, bieg schon in die Kurve ein. Sehr gut. Wunderbar. Aber jetzt nicht zu viel wollen. Jetzt einfach ganz relaxed das Ding runterfahren. Ich weiß, es hätte besser laufen können. Aber lief es halt jetzt gerade nicht. Nein, geht jetzt nicht anders. So. Ich denke, ich konnte jetzt trotzdem wieder ganz gut aufholen. Ja, unter 5 Sekunden sind wir jetzt schon. So, jetzt bremse ich mal hier. Ihr seht ihr nämlich, wie wunderbar der Bremspunkt passt. Ah nein, da bei Wende da längst. Da sagt er direkt Tschüssikowski. So, das passt nämlich jetzt auch wunderbar. Jetzt sind wir richtig gut wieder rangekommen. 3,7 Sekunden nur noch. So, jetzt haben wir noch eine Runde, um die drei Spezialisten da vorne zu überholen. Die drei Spezialisten. So, am ersten sind wir doch schon mal fast dran. Hier kann man nicht voll durch. Das ist so abartig. So. Jetzt machen wir jetzt schön einer nach dem anderen. So, vielleicht könnte ich dem... Ich weiß jetzt gar nicht. Nee, doch, ist es gut, wenn der... Wenn der gelbe Zweiter wird. Also hinter mir dann einläuft.
Weil der ist zurzeit nicht in der Meisterschaft Zweiter, sondern Dritter nur. So, das konnte er jetzt auch halten. So. Haben wir es jetzt doch noch geschafft, auf die 1 zu fahren. So, jetzt hängen sie mir natürlich wieder alle im Heck, das ist ja klar. Und gleich mehr als im Heck. So. Aber jetzt konnte ich mich absetzen. Der Bremspunkt ist immer meiner. So, wunderbar. Alles wunderbar, aber wieder unter einer Sekunde. Ja, mehr, Alter. Nur 2 Zehntel, die ich da Vorsprung hatte. Ja, aber generell keine souveräne Fahrt von mir. Das muss ich eindeutig jetzt mal zugeben. Da haben wir schon eindeutig Besseres gesehen von mir. Da diese, der eine Dreher, oder? Einmal, genau, einmal hat es mich der komplett gedreht. Ach ja. Und Suzuka ist immer noch in meinem Kopf. in Sachen, na wie heißt's? In Sachen letzte Kurve. Das war bitter. Ich hätte wirklich, ach scheiße, jetzt kommt Nordschleife oder was? Ich glaube schon, ne? Nein, ich hätte einfach wirklich, oder es war es nur Nürburgring. Ne, es war nur Nürburgring. Ich hätte einfach ein bisschen eher bremsen noch. Und dann wäre ich einigermaßen gut in die Kurve, wäre vielleicht als Zweiter nur in die erste von diesen Dingern reingefahren. Hätte dann bei den Zweiten und dann bei diesem kleinen Rechtsknick hätte ich den wahrscheinlich schon noch überholen. Aber ja, hätte, wäre, wenn, zählt jetzt nicht mehr. Die Meisterschaft haben wir, glaube ich, sowieso in der Tasche. Aber es zählt nur ein Sieg hier für uns jetzt. Es zählt nur ein Sieg. So, den haben wir schon mal wieder gut abgehangen. Wie immer eigentlich. So. Eigentlich keinen berührt. Und dann schon so weit vorne. Also nach der ersten Kurve eigentlich. Boah, der war sorry. Ja. Der war schlecht. War zu spät gebremst. So. Genau, jetzt geht es nämlich hier links rum. Rechts rum. So, bleibe ich mal hier im zweiten. Alter Schwede. Ich dachte, der hat Allrad. Ist der so hecklastig dann? Okay. Ah ja, gut, da ist er. Wow, Alter, kommt der weit raus. Ja, und er hat halt fast kein Geschwindigkeitsdefizit. Das war wieder KI. Wieder wirklich KI. So. Der Bremspunkt hat jetzt erstaunlicherweise wirklich gut gepasst. Ah, der Bremspunkt nicht. Deswegen hängt der andere mir auch noch so im Heck. So, 6,4 Sekunden. Knappe 6,5 Sekunden hat er noch Vorsprung. Der erste. Ne, da habe ich jetzt kurz überlegt, ob ich reinstechen soll. Hab's mir dann aber anders überlegt. So. Hier wollte ich mich jetzt ganz langsam hier reintasten. Ah, Scheitel komplett verpasst. Komplett aber auch. Wow. So. Ah, wir müssen ja hier nach vorne kommen. Auch wenn es ein bisschen mit harten Bandagen ist, aber bei der KI, da ist das nicht ganz so schlimm. Bin wahrscheinlich hier gegen die KI-Fahrer. Aber gut, die KI-Fahrer sind ja auch teilweise sehr aggressiv.
Also von dem her gleicht sich das dann schon relativ gut wieder aus, schätze ich mal. So, und ich glaube, der gelbe Toyota hat wieder einen Platz verloren. Der ist nicht Erster. Der wird jetzt auch gerade, glaube ich, vom Dritten ziemlich bedrängt. Also, da ist wieder eine Strecke dabei, die dem Kerl nicht so liegt. Boah, shit. Ja, der ist nämlich jetzt nur noch Vierter, glaube ich. Ja, ich bin Sechster, er ist Fünfter, der Rote. Alter! Das kannst du nicht machen, Mensch! Ja, jetzt habe ich dich auch mal abgedrängt, ja? Mein Freund, abdrängen ist ja das eine, aber umdrehen ist dann mal wieder was ganz anderes. So. Ich glaube, hier, da schwimme ich echt nur so ein bisschen mit immer. Und dann gibt es aber gewisse Kurven, beziehungsweise Kurvenkombinationen, wo ich halt wirklich gut aufholen kann an Zeit. Der Gelbe hat, glaube ich, wirklich ein bisschen Topspeed-Probleme. Ach du Scheiße. Ja, ich weiß, so zurückfahren macht man natürlich auch nicht. Aber ging jetzt mal gerade nicht anders. So, jetzt den können wir uns doch bestimmt jetzt gut im Windschatten holen. Mein Gott, wieder ein Fehler. Aber der hat dann schon so übelst geschlängelt am Anfang, wo ich die Kurve angefahren bin. So. Aber hat uns zum Glück nicht so viel Zeit gekostet. Wie manch anderer Fehler in den vorherigen Rennen. Jetzt sind wir doch schon wieder richtig gut dran. Richtig gut dran. So. Ja, sind wir jetzt ein bisschen weit. Aber passt. Und jetzt sind wir am Vierten ist der nur noch. Der Start hat ja wieder... Jetzt wird er sicherlich von 1 gestartet. So. Ja, hier, da haben die wirklich Probleme. Da sieht man nur die Spuren. Boah. Ja, genau. Kommt er da nochmal und regt mich dann hier richtig ab. So geht's aber nicht, mein Freund. Hier hole ich dich jetzt erstmal. Meine Güte. Was mit den Leuten los ist, ey? Ist ja schlimm. So. Und zu Recht verliert er direkt nochmal einen Platz. Schätze ich jetzt mal, ja. Hat direkt noch einen verloren. Alter Schwede, wenn wir dieses... Wenn die Reifen mal kurz durchgehen. Alter. Ist immer so eine Sache. Das macht die KI auch relativ oft. Die bremst an. Und währenddessen sie anbremst, fährt sie so ganz leicht in die Mitte. Und das zwingt mich dann halt immer übelst zum Handeln. Beim Anbremsen. Und ihr wisst ja. Anbremsen und gleichzeitig lenken, da ist meine Karre nicht so gut drin. So. Hier bleibt uns jetzt erstmal nur die Beobachterrolle in der Kurve. Da waren wir einfach zu weit weg. Aber ich denke jetzt auf der Geraden ist auf jeden Fall was möglich. Denn wir kriegen jetzt, glaube ich, doppelten Windschatten. So, zwei auf einmal auf der Geraden.
Wunderbar. Wunderbar. So, ich bin jetzt mal ein bisschen noch mal konzentrierter. Vielleicht kann ich ja noch mal die Rundenzeit von mir toppen, die ich da gefahren bin. In Runde 2 war das, glaube ich. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich kann es euch nicht genau sagen. Auch wenn die jetzt richtig dranbleiben. Alter, was ist mit den Leuten jetzt hier los? 2 Zehntel wieder nur. Die berühmt-berüchtigte Gummiband-KI. Treibt hier wieder sein Unwesen. So. So, und nochmal auf die lange Gerade raus. Nee, Alter, was bin ich denn da für eine Zeit gefahren? Das war ja abartig. Sonst, die letzten Runden, die waren immer so ähnlich. Aber legendäres Überholmanöver auf der Startziel. Direkt an beiden vorbei. Legendär! Wie Kloppo sagen würde, legendär!